Servus Reisefreunde, der Schorsch und Tour war wieder unterwegs. Diesmal mit meinem Neffen Benjamin auf einer Gruppenreise mit Rodel Tours in Vietnam und Kambodscha. Im Teil 4 berichte ich euch von Nha Trang bis Da Lat. Nach dem Frühstück im Hotel Queen Anne's in Nha Trang haben wir uns auf den Weg in das Hochland gemacht. Unterwegs haben wir einen kurzen Stopp zu einer Kaffeepause gemacht. Die Anlage Raststätte war sehr schön hergerichtet. Es gab dazu einen Abenteuerspielplatz und zahlreiche Picknickplätze. Auch wir haben die kurze Pause genutzt, um uns dort umzusehen und auch die Landschaft etwas zu genießen. Da es in Vietnam an der Küste meistens sehr heiß ist und die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, fahren viele über das Wochenende ins Hochland von Da Lat, um dort die Zeit zu genießen und das angenehmere Klima auszunutzen. In der Raststätte haben wir uns einen Cold Coffee gekauft, der übrigens immer sehr lecker schmeckt. Auch hier konnte man sich mit Obst, Kokosnüssen oder sonstigen Sachen eindecken. Dann führte uns die Fahrt weiter über eine kurvenreiche Straße bis hoch zum Pass auf ca. 1500 Meter, vorbei am Elefantenberg Lang Biang mit 2163 Meter. Das Hochland von Bao Lac ist sehr fruchtbar und wird dazu zum Anbau von Kaffee, Tee, Gemüse, Obst und auch Blumen genutzt. Kurz vor Da Lat haben wir dann Stopp an einem Friedhof gemacht. Das Interessante dabei ist, dass hier alle Religionen im gleichen Friedhof untergebracht werden. In Da Lat haben wir dann zuerst den alten Bahnhof aus dem 19. Jahrhundert besichtigt. Ein sehr schönes historisches Gebäude, bei dem auch noch einige Loks und Waggons bereitstehen, die für Geschäfte oder Cafés genutzt werden. Eine wirklich tolle Anlage, die es sich lohnt anzusehen. Als wir im Hotel angekommen sind, haben wir dann die Freizeit etwas nutzen können und sind in die Markthallen von Da Lat gegangen. Hier werden die regionalen Produkte, Blumen, aber auch das Gemüse und der Kaffee angeboten. Die Markthallen sind riesig und teilweise dreistöckig. Auch wir haben hier die Zeit genutzt und haben uns zum Beispiel Cashewnüsse gekauft. Das Treiben zu beobachten in den Markthallen war sehr interessant. Anschließend haben wir uns ein Straßencafé in Da Lat ausgesucht. Nachdem die Karte nur vietnamesisch war, brauchte ich Hilfe von einem Einheimischen, der uns das Ganze etwas übersetzt hat. Nachdem wir unseren Kohlkaffee getrunken hatten, ging unsere Stadtrundfahrt weiter. Der Königspalast von Kaiser Bao Dai in Da Lat stand auf dem Programm. Da Lat ist eine sehr schöne Stadt mit Seen und zahlreichen Gärten und Parkanlagen. Hier kann man sich auch wirklich wohlfühlen. Deswegen kann man verstehen, warum viele hier hinkommen. Durch das große Eingangstor führt es hinein zu einer großen Allee. Die Anlage ist sehr schön ausgebaut und liegt wunderschön auf einem Hügel über Da Lat. Gleich rechts neben dem Eingang konnte man die Fahrzeuge und Kutschen des Kaisers Bao Dai besichtigen. Dann führte der Weg zu dem schönen Sommersitz mit der Statue des Kaisers. Am Eingang wurden wir freundlich begrüßt und durften dann die einzelnen Zimmer ansehen. Kaiser Bao Dai war sehr gebildet und auch ein sehr angesehener Kaiser in Vietnam. Die Räumlichkeiten waren sehr schön ausgestattet und zahlreiche Schlafzimmer waren für den Kaiser vorbereitet. Auch das Arbeitszimmer und Empfangszimmer des Kaisers durften wir besichtigen.
Unser nächstes Ziel war der Blumengarten Vuan Hoa in Dalat. Hier fand mal eine Gartenschau statt und die Anlage ist nun für die Öffentlichkeit zu besichtigen. Am Beginn gibt es bereits einen schönen Springbrunnen und zahlreiche Alleen mit schön angelegten Blumenbeeten. Die Anlage ist sehr schön ausgebaut und viele Einheimische haben die Zeit genutzt, um dort etwas herumzuschlendern und die Anlage zu besichtigen. Auch wir haben eine schöne Runde um den See gedreht und haben uns die Anlagen angesehen. Auf dem kleinen See gibt es auch Bootsfahrten für Kinder und Familien. Dalat ist wirklich eine tolle Stadt und wir haben die Zeit hier im Hochland sehr genossen. Zurück im Hotel haben wir dann unsere Zimmer bezogen, die übrigens sehr schön war. Abends sind wir nicht mit unserer Gruppe zum Essen gegangen, sondern haben uns ein Restaurant in Dalat mit Barbecue ausgesucht. Das haben wir schon immer gesehen, dass die Leute auf dem Tisch grillen und das hat uns gut gefallen, sodass wir dies auch mal erleben wollten. Wir haben uns eine Combo mit 10 verschiedenen Gerichten bestellt für 4 Personen. Dazu gab es Fisch, Fleisch und Beilagen, die wir am Tisch direkt selbst grillen konnten. Das Abendessen kostete für uns alle zusammen 1,1 Millionen Dong, was ungefähr 48 Euro entspricht. Danach sind wir weiter abends durch Dalang gegangen und haben die Maze Bar gefunden, eine Labyrinthbar, die sehr schön eingerichtet war. Durch zahlreiche Gänge konnte man über 3 Etagen verschiedene Ebenen erreichen. Hier hat es uns gefallen und wir haben uns ein paar Cocktails und Bier und Cola gekauft. Dalat ist wirklich eine tolle Stadt und wird auch von zahlreichen Touristen genutzt. Danach ging es für uns langsam wieder zurück über den Nachtmarkt zu unserem Hotel. Abends waren noch viele unterwegs und die kompletten Straßen waren mit Essenständen zugebaut. Die Fahrzeuge mussten sich direkt einen Weg durch die Stände suchen. Auch das Treiben abends in den Straßen war sehr interessant zu beobachten. Am nächsten Morgen nach dem Frühstück in unserem Hotel fuhren wir im Hochland zu einem Kaffeebauern direkt neben der Straße. Das Hochland ist sehr fruchtbar und alles ist sehr grün. Die kleinen Kaffeebauern legen dann ihre geernteten Bohnen direkt neben der Straße in die Sonne, damit sie rösten können. Die Bauernfamilie hat sich sehr über unseren Besuch gefreut. Auf der Weiterfahrt haben wir dann einen Stopp zur Mittagspause bei einer Kaffeerösterei gemacht. Auch diese Anlage war sehr groß und es gab zahlreiche Produkte zum Kauf. Hier konnte man den typischen Vietnamer Kaffee kaufen, der direkt vor Ort gemahlen wird. Die Straße führte uns dann von der Hochebene langsam wieder etwas weiter nach unten. Die Straße im Hochland ist sehr gut ausgebaut, aber auch stark befahren. Zahlreiche LKWs fahren diese Strecke, da sie die Waren an die Küste transportieren. Als wir dann weiter unten waren, sahen wir noch zahlreiche Plantagen mit Bananen, Cashewnüssen, aber auch wieder Blumen. Unterwegs kamen wir an einem schönen Stausee mit zahlreichen Hausbooten vorbei. Auch hier haben wir einen kurzen Fotostopp gemacht, sodass jeder diese Bilder einfangen konnte. Unterwegs sah man überall die großen Plantagen mit Cashewnüssen, aber auch große Plantagen direkt neben der Straße für die Bananen. Das fruchtbare Land ist gut für Vietnam und bietet eine gute Einnahmequelle.
Ebenso wurden dort die zahlreichen Blumen zum Verkauf angeboten. Doch unser Weg führte nun in die Hauptstadt Vietnams, nach Saigon. Saigon ist eine moderne Stadt mit zahlreichen Hochhäusern und der Verkehr in Saigon ist wie immer sehr, sehr stark. Unser Weg führte uns direkt zum Restaurant Viet Village in Saigon. Ein sehr schönes Restaurant mit zahlreichen historischen Objekten. Das Lokal war schön eingerichtet und die Reiseleiter haben für uns ein mehrgängiges Menü bestellt. Dies bestand wieder aus Vorspeisen, Suppe, zahlreichen Hauptspeisen und einem Dessert. Das Essen war wieder sehr gut. Nachdem wir uns gestärkt hatten, ging es für uns weiter zum Einchecken ins Hotel Sunrise. Ein schönes Hotel direkt im Stadtzentrum mit tollen Zimmern. Danach haben wir den Abendspaziergang genutzt und haben uns die Markthalle angesehen. Das Treiben war immer noch groß, obwohl einige Stände schon geschlossen hatten. Hier konnte man die typischen Produkte Vietnams kaufen. Anschließend sind wir weitergegangen und haben uns eine Bar in Saigon gesucht. Nach dem Rundgang durch die turbulente Stadt, die abends sehr belebt ist, haben wir dann eine schöne Bar direkt an einer schönen großen Straße gefunden. Hier haben wir uns ein 3 Liter Bier mit Zapfanlage gekauft, das wir zu 5 getrunken haben. Markus hat dann noch einen Reiswein bestellt, der uns direkt aus der Schüssel in die Schnapsgläser eingeschenkt wurde. Die nette Bedienung Nio hat sich gefreut über unseren Besuch und wir hatten eine tolle Zeit hier in dieser Bar. Einen letzten Absacker gab es dann noch in der Bar gegenüber von unserem Hotel. Dies ist Ende vom Teil 4. Euer George on Tour sagt danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, bitte Daumen drücken und Kanal abonnieren.